Das Klinikum rechts der Isar in München. Für die 57-jährige Christine steht heute eine lang ersehnte OP an, denn sie hat Kniegelenksarthrose. Zur Entlastung trägt die Krankenschwester schon seit mehreren Wochen eine Schiene. Professor Dr. Hans Gollwitzer soll sie von den Schmerzen erlösen. Angefangen hat es wahrscheinlich schon in meiner Jugend. Ich habe halt sehr viel kniebelastenden Sport gemacht, von Skifahren, Wasserskifahren. Meine Arbeit ist auch nicht sehr knieschonend. Und die letzten 3 Jahre hat es halt, wie gesagt, sehr schmerzhaft, was die Innenseite, so ein starkes Brennen. Vorwiegend, wenn es auch in nachts, wenn es Ruhe war. Der Spezialist für Hüftchirurgie und Kniegelenkersatz will Christine noch einmal zeigen, wie weit der Verschleiß in ihrem Knie schon fortgeschritten ist. Da sehen Sie ja letztendlich innenseitig den Gelenkspalt, der ja den Abstand zwischen den beiden Knochenflächen darstellt, also indirekt die Knorpelhöhe. Außenseitig noch gut, da haben wir noch einen guten Spalt. Und da sehen Sie, dass das innenseitig komplett aufgebraucht ist. Okay. An der Innenseite des Kniegelenkes ist sowohl am Oberschenkel als auch am Unterschenkel der Knorpel komplett verschlissen. Und das führt dazu, dass Knochen auf Knochen reibt. Das kann man sich vorstellen wie so ein Autoreifen. Wenn der Gummi abgerieben ist, dann läuft man auf der Felge, wie man so schön sagt. Und die fängt dann das Glühen an, die ist nicht dafür gemacht. Und das macht natürlich massive Schmerzen. Christine braucht deshalb eine Knieprothese. Dabei setzt Professor Hans Gollwitzer auf ein relativ neues Verfahren. Es gibt letztendlich ja Standardimplantate, die für alle Patienten angefertigt werden, also von der Stange. Wenn wir uns die Daten ansehen, warum Patienten mit Knieimplantaten unzufrieden sind, liegt das hauptsächlich daran, entweder weil die Beweglichkeit schlecht ist, weil es schmerzhaft ist, die Bewegung. Und deshalb haben wir heute die Möglichkeit, dass wir so ein Kniegelenksersatz maßangefertigt anfertigen, der eben ihrer Oberflächengeometrie genau entspricht. Und dadurch auch den Bewegungsumfang und den Bewegungsablauf möglichst natürlich rekonstruiert. Auch diese individuellen Implantate übernehmen die gesetzlichen Krankenkassen, allerdings nur, wenn sie medizinisch notwendig und sinnvoll sind. Haben Sie denn Fragen zu der Operation? Wo wird der Schnitt gemacht? Oder? Der Schnitt wird vorne über der Kniescheibe gemacht, über so eine Länge. Dann wird die Kniescheibe zur Seite gehalten und dann wird das Implantat eingesetzt. Wie wird das festgemacht? Das Implantat wird mit Knochenzement verankert. Das ist gängig bei den Knieprothesen und vor allem bei den Teilersätzen, weil die Auflagefläche gering ist. Der Chirurg will vor der OP noch einen kurzen Blick auf Christines Knie werfen. Mit ihrem Problem ist sie kein Einzelfall. Kniearthrose ist eine Volkskrankheit. Gründe dafür gibt es viele. Das eine sind Sportverletzungen, wenn man sich letztendlich Knorpelstücke oder auch den Meniskus kaputt macht. Sehr häufige Ursachen sind auch noch das Übergewicht, Achsfehlstellungen bei einer leichten Obereinstellung, aber auch hormonelle oder ernährungsbedingte Veränderungen, die zu einem vorzeitigen Verschleiß führen können. Christine hat einen langen Leidensweg hinter sich. Dem Eingriff heute sieht die 57-Jährige mit gemischten Gefühlen entgegen. Dann alles Gute für die Operation. Dankeschön, bis später. Also ich bin sehr froh, dass es jetzt soweit ist, aber ich habe natürlich auch Angst, wie es dann hinterher ist, ob ich wieder gehen kann, ob ich schmerzfrei gehen kann oder wie es mit der Belastung ist. Eine Stunde später, Christine muss in den OP. Wir sehen uns später. Hoffentlich. Ja, sicher. Ein Pfleger bringt sie zunächst in die sogenannte OP-Schleuse. Hier nimmt OP-Schwester Raffaela Christine in Empfang. Okay, welche Seite wird denn operiert? Rechtes Knie. Haben Sie da eine Markierung? Ja. Gleich wird eine Anästhesistin Christine in Narkose legen. Währenddessen bereitet sich das OP-Team vor. Steriles Arbeiten ist Pflicht, einmal mehr bei Prothesenimplantationen. Deshalb kommen spezielle Schutzhelme zum Einsatz. Die Ärzte operieren mit einer Blutsperre. Dafür wickelt das OP-Team Christines Bein in eine spezielle Folie. Das ist nur der erste Schritt. Das wird eine Manschette am Oberschenkel angelegt, die aufgeblasen wird, wo wir letztendlich den Blutzufluss für das zum Bein vorübergehend unterbrechen. Das kann man für so kürzere Operationen letztendlich problemlos durchführen, wodurch wir bei der Operation eine sehr gute Sicht haben und sich auch der Knochenzement dann bei der Implantatverankerung auch besser verzahnt. Professor Hans Gollwitzer ruft seine Mannschaft zum sogenannten Timeout, dem letzten Check vor dem Eingriff. Frau
Christine hat eine mediale Gonarthrose rechts, bekommt die Implantation eines maßangefertigten Monoschlittens. Dann fällt der Startschuss. Die richtige Seite war markiert. Schnitt. Nun bahnt sich Professor Hans Gollwitzer seinen Weg zur Innenseite des Kniegelenks, aber ganz vorsichtig. Man geht letztendlich vor dem Innenband und mittig, also medialseitig von der Kniescheibensehne rein. Das heißt, Bänder oder Sehnen werden nicht durchtrennt. Und das Besondere beim Teilersatz ist eben, dass man auch die Kreuzbänder komplett erhalten kann. Das vordere Kreuzband wird in der Regel bei einem Komplettersatz entfernt. Dann hat Professor Hans Gollwitzer den Blick frei aufs Kniegelenk. Die Diagnose bestätigt sich. Innen ist der Knorpel zum großen Teil verschlissen. Hier etwas weiter hinten ist noch Knorpel vorhanden. Man erkennt das an der unterschiedlichen Struktur. Und das hat auch einen unterschiedlichen Klang. Knorpel dämpft sehr gut. Da hört man praktisch nichts am Knochen. Da hört man so ein hartes Klopfen. Das ist letztendlich, weil hier der Knochen frei liegt und keine Dämpfung durch den Knorpel vorliegt. Gut, kriege ich mal einen Meißel schmal. Zunächst entfernt Professor Dr. Hans Gollwitzer die knöchernen Anbauten, die der Knochen bereits zum Schutz gebildet hat. Die Ärzte verwenden bei dieser Art der Kniegelenks-OP spezielle Schablonen. Der nächste Schritt ist die Entfernung sämtlichen restlichen Knorpels. Da diese Schablonen, die individuell angefertigt werden, auf die Knochenoberfläche angefertigt werden, basierend auf dieser Computertomographie. Das heißt, alles, was Weichteil ist, was in der Computertomographie nicht als Knochen abgebildet ist, muss entfernt werden, damit die Schablonen gut passen. Das ist der aufwendigste Schritt der Operation, denn die Ärzte müssen millimetergenau arbeiten. Dann folgt der Praxistest. So, der passt jetzt sehr gut, sehr stabil. Dann kriege ich mal den L-Guide. Da gibt es jetzt eine Schablone, die man dahinter legt. Und die genau der Dicke entspricht des Knochens, der entfernt werden soll. Denn für die Implantate muss Professor Hans Gollwitzer Platz schaffen. Vorher fixiert er die Schablone am Oberschenkelknochen. Diese beiden Verankerungslöcher, die hier gebohrt werden, dienen auch dem Implantat als Verankerung. Einen blauen Zapfen. Nach dem Einsetzen von Pins sägt Professor Hans Gollwitzer nun eine 5 mm dicke Knochenscheibe ab. Das gleiche macht er am Unterschenkel. Hier ist die Knochenscheibe 6 mm dick. Wir haben jetzt hier letztendlich das Oberschenkelimplantat, das Unterschenkelimplantat. Das sind noch Instrumente zum Einbringen. Und hier sehen wir das Kunststoffimplantat, was auf das Unterschenkelimplantat aufgebracht wird. Damit Metall nicht gegen Metall schleift und reibt, sondern Metall gegen Kunststoff, was von den Abriebbedingungen her das günstigste ist, was wir am Kniegelenk haben. Die Implantate befestigt Professor Hans Gollwitzer mit Knochenzement. Dabei muss er sich beeilen, denn der Zement härtet schnell aus. Sobald das Implantat sitzt, testet er, ob es richtig funktioniert. Der Knochenzement ist fest, die Patientin kann voll strecken. Ich kann voll beugen unter Schwerkraft, ich muss da nicht drücken. Das ist letztendlich das, was zu erwarten ist, was die Patienten erreichen können. Wenn wir da letztendlich sehr viel Spannung haben, dann ist auch nicht zu erwarten, dass die Funktion gut ist. Aber die Beweglichkeit ist hervorragend, die Stabilität ist sehr gut. Wir haben ein ganz leichtes Gelenkspiel, aber über dem gesamten Bewegungsspielraum ein stabiles Gelenk. Es klappt nicht auf. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass wir die natürliche Bandspannung hervorragend rekonstruiert haben, und das ist ja eben das Ziel genau dieser Individualimplantate. Professor Hans Gollwitzer spült noch das Gelenk, legt eine Drainage und dann geht's ans Zunähen. Bei jeder OP ein befriedigender Moment. Also mein Beruf macht mir deshalb so viel Freude, weil wir wirklich was bewegen können. Wir sehen Patienten, die arbeitsunfähig sind, nicht belasten können, kaum gehen können. Und mit unserer Tätigkeit können wir helfen, dass die Patienten wieder schmerzfrei laufen können. Das heißt, wir sehen direkt das Ergebnis unserer Arbeit und bekommen natürlich entsprechend auch sehr viel Dankbarkeit zurück. Der nächste Tag. Christine hat ihre erste Physiotherapie. Würden Sie noch mal versuchen wollen, aufzustehen? Ja. Dabei hilft auch ein Schmerzkatheter im Bein, durch den Schmerzmittel direkt an den Nerv gepumpt werden. Christine hätte nicht gedacht, dass es ihr so schnell wieder gut geht.
Also ich habe es nicht so erwartet, dass ich halt wirklich so laufen kann. Ich hatte schon Bedenken, aber ich merke nichts, dass da irgendein Fremdteil drinnen wäre oder irgendwas. Also wie natürlich. Nach rund einer Woche geht es in die Reha. Wenn alles gut läuft, kann sie in 5 bis 6 Wochen sogar wieder Radfahren. Zurück bei der ADAC-Luftrettungsstation Dinkelsbühl.